Ich gehe da noch schnell hin, ich kaufe mir das jetzt. Es ist nur eine einzige Sache, die ich mir kaufen muss, die will ich haben. Und ich muss den Ansaugstutzen abgeben, beziehungsweise ich möchte den auch abgeben. Und was soll ich damit? 75.000 war das. Intelligenter Schachzug. Überraschend für Kroganer. Freut mich. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzungsanfragen. Ein falscher Schritt, Shepard. Ach, halt denn. Du hast Edi unterbrochen, du Hobel. So, jetzt werde ich erstmal mit ihm kurz reden. Mein Kundschafter ist zurückgekommen. Er liegt jetzt im Zelt. Er weiß nur noch, dass er gefoltert wurde. Und er erinnert sich an sie. Er sagte, sie hätten ihn angeschrien, bis er aus der Basis und hierher zurückgehumpelt ist. Sie haben wirklich Mut, Mensch. Danke, dass Sie meinen Kundschafter gerettet haben. Dadurch muss ich nicht schon wieder einen neuen ausbilden. Nee, das habe ich ja schon alles gehabt, das heißt... Wir reden später weiter. No problemo, Senor. Haben wir ja durch. Weg da. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Na, dann mach das. Nichts anfassen. Ja, ich fasse da gar nichts an. Die mich mal alle anlabern müssen. Ich mache überhaupt nichts. Ich laufe hier nur lang. Halt's mal. Jetzt kaufe ich mir das. Jetzt habe ich nur 6000 Credits oder sowas. Ja, 6366 Credits. 300 mehr und es wäre lustiger. Aber na gut. Dann erstmal mit dem Mechaniker sprechen. Wenn Sie da schon rumstehen, können Sie sich auch nützlich machen. Ich kann nichts tun, bevor ich keinen Ersatzansaugstutzen für dieses verdammte Tomka hergestellt habe. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist das das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Na dann, rede ich mal mit Ihnen. Woran arbeiten Sie da? Ich tune die Maschinen für die Schlacht. Es ist ein Wunder, dass es dieses Tomka zurück ins Lager geschafft hat. Es könnte schlimmer sein. Ein paar Treffer mehr auf die Breitseite und das Ding wäre auseinandergefallen. Aha, er ist sowas wie der kroganische Exhibit. Pimp my Tomka. Für Krogane ist Kampfkraft ungeheuer wichtig. Wie sind Sie Mechaniker geworden? Was glauben Sie, womit diese Idioten aufs Feld kommen, um sich gegenseitig umzubringen? Wer hält wohl die Waffen am Laufen? Ohne mich gibt es keine Schlacht, nur ein Abschlachten. Ich bin die militärische Macht des Erdnord-Clans. Wie stehen Sie zu dem, was Rex zu erreichen versucht? Der alte Mann spinnt, wenn Sie mich fragen, was Sie gerade getan haben. Aber das klärt sich von selber. Wenn's nicht klappt, reißen Sie Rex in Stücke und wir finden raus, wer den nächstbesten Plan hat. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Gute Einstellung. Na gut. Sie wetten auf die Grube ab, Mensch. Nö. Wir werden es nicht bereuen. Ja, ich auch nicht, weil ich werde es auch nicht tun. Damit kann ich sagen, ist Tuchanka beendet und ich habe 2 weitere loyale Teammitglieder. Bevor ich jetzt gehe, fällt mir direkt mal was ein. Ich werde mal kurz ihm hier ein paar Pünktchen geben. Und ey, das ist ein Witz. Ohne Spaß, das ist doch ein Witz. Ein Punkt fehlt mir. Da muss ich mal irgendwie gucken. Talentpunkte. Ach, ich kann nur die rückgängig machen, das ist blöd. Also dann mache ich erstmal so. Muss ich mal gucken, ob ich die salarianischen Wissen, also den Punkt hier wegmachen kann, dann mache ich den hier zu. Braucht kein Schwanz. Gut, die kriegen ja mehr Lebenspunkte dadurch, oh super. Die sterben sowieso alle viel zu schnell, von daher ist das eigentlich total irrelevant. So. Dann gehen wir zur Normandy zurück. Jawohl. Ein guter Kampf ist ein guter Kampf. Achso, die unterhalten sich weiter und ich höre das natürlich noch, obwohl ich schon 1 Kilometer weit weg bin. Ist klar. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch 2 Loyalitätsmissionen. Und zwar für Samara und für Atali. Die werde ich natürlich auch noch machen, aber ich möchte erstmal mit meinen Leuten wieder reden. Beziehungsweise mal kurz mit Kelly. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Nope. Das wäre alles.
Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht an Grunts Commander. Schamane Erknot. Verdammt, ich hasse diese Dinger. Aber Sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Krant und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen. Aber unser Volk stirbt. Für Kroganer wird das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir ihren laborgezüchteten Grunt. Okia war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan. Und das kann man von den meisten auf diesem Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten Sie alle getötet werden, werde ich auf Ihre Gräber pissen. Sehr nett, Dankeschön. Update über den Jungen. Captain Beatty, C-Sicherheit. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt. Und er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem Abschaum in den Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Keine Ahnung, ob ihr Drell und meiner miteinander reden. Ich habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist. Aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Viel Glück weiterhin. Bailey. Dankeschön. Ich glaube, was ich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht habe, das sollte ich vielleicht mal nachholen. Ich gehe mal ins Cockpit und rede mal. Also halt's Maul. Mann, dass sie mir immer dazwischen reden müssen. Ruhig. Und werde mal mit Joker reden. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Na dann. Aber ich glaube, es hat er schon gesagt, das heißt, da gibt's nichts Neues. Dann würde ich nämlich auch mal gucken, ob ich nochmal mit Jacob reden kann und ob es das war. Mal so gucken. Mit allen reden, die ihre Mission schon beendet haben, wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Wohl wahr. Die nächste Normandy kriegt eine Lounge. Hoffentlich müssen die das nicht nochmal machen. Alles wieder neu zu bauen, war eine höllisch anstrengende Nummer. Das kann ich bestätigen. Ja, ich wette, dass sie das können. Wenn wir versagen, glaube ich nicht, dass jemand die Kohle springen lässt, um mich wieder zusammenzuflicken. Schon harter Job war, Shepard, zu den Guten zu gehören? Es wäre nicht der richtige Weg, wenn es leicht wäre. Man stelle sich mal vor, dass alle, die jetzt auf unseren Sieg hoffen, sich erheben würden. Dann müssten die Kollektoren eine weitaus größere Schlacht schlagen. Schießen, wie auch immer. Ich wette, wir haben jede Menge neue Freunde, wenn wir siegen. Hoffentlich erleben wir das noch. Ich hab's vernommen. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Okay, aber hat er eigentlich recht. Also wenn andere noch helfen würden, wäre es echt um einiges einfacher. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum. So schnell? Ach Junge, wir haben gerade auch miteinander geredet. Jetzt tun wir nicht so, als ob wir noch nie miteinander gesprochen hätten. Echt. Na gut. Dann erstmal das Forschungsterminal befragen, was ich mir alles so Neues bauen kann für 25.000 Platin. 37.000 habe ich noch, ja, kein Problem. Was haben wir denn hier? 5.000 Platin, 12.000 habe ich noch, kein Problem. Prototypen. Die Vitalität kostet 5.000 Platin, ich habe noch 7.600, kein Problem. Prototypen, jawohl, ich kann die Cane bauen. Geil. Gebaut. Und dann brauche ich noch Munition für Iridium, da habe ich ja noch ein bisschen was in der Rückhand und das war's. Erstmal. Dann wollen wir doch mal mit Morden sprechen. Kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat, meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an, bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Hoffentlich findet er was Neues, besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Haben Sie die Ereignisse wirklich verarbeitet? Ja, natürlich. Kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Zurück zur Mission, zurück an die Arbeit. Werde sonst wie Malin. Salarianer verarbeiten Gefühle schneller als andere Spezies. Ist notwendig. Kurzlebige Kultur. Keine Zeit für Erinnerungen.
Sie haben also kein schlechtes Gefühl wegen all dem, was auf Tuchanka vorgefallen ist? So ist es. Zumindest jetzt nicht. War zum damaligen Zeitpunkt sehr verstört. Stufen der Trauer, Verlust, Wut, Rationalisierung. Habe alles verarbeitet. Das meiste davon noch auf Tuchanka. Den Rest an Bord des Shuttles zurück zur Normandy. Malon wirkte nicht, als hätte er seine emotionale Reaktion verarbeitet. Er war wie besessen von der Genophage. Stimmt. Wollte nicht behaupten, dass Salarianer emotional stabiler sind. Können ebenso falsche Entscheidungen treffen. Ausgelöst durch Trauer, Wut, Schuld. Malon konnte Gefühle nicht akzeptieren. Traf Entscheidungen, führte sie durch. Vermutlich schon vor meiner Abreise nach Omega. Wäre gern dabei gewesen. Salarianer empfinden zwar, legen Gefühle aber schnell beiseite. Daher auch keine Heirat. Können Gefühl der Liebe nicht aufrechterhalten. Kann auch mit der Fortpflanzung zu tun haben. Bin nicht sicher. Mhm. Was ist mit Malons Daten über die Genophage? Interessant. Seinen Ansätzen für ein Heilmittel. Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Habe viel zu tun. Mhm. Gespräch später. Wie wär's mit jetzt vielleicht? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Später. Ach, Mann. Aktualisiere die Dentaldaten der Crew. Cerberus-Personal hat ausnahmslos Cyanidkapseln in den Backenzähnen. Primitiv. Blendgranaten im Augennerv sind schwieriger zu entschärfen. Noch etwas? Was seid denn ihr für kranke Typen? Zurück an die Arbeit. Blendgranate im Auge. Ja, sicher. Ihr habt da alle einen Schaden im Kopf. Echt? Na gut, so eine Cyanidkapsel will ich aber auch nicht in der Fresse haben, ne? Keine Nachrichten für Sie. Ja, ich weiß, ich hab's ja schon gelesen. So, mit wem kann ich eher gut? Ah, mit Grunt und mit Jack kann ich reden. Mit Tali leider noch nicht, weil da habe ich die Loyalitätsmission noch nicht gemacht. Das werde ich aber demnächst nachholen. Erstmal mit Grunt reden. Mit Grunt. Erdnot Grunt, das gefällt mir. Ich habe einen Clan. Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Uwenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Okay. Wir haben damit angefangen, weil Sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen Sie gewalttätiger als je zuvor. Rex hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angestaut. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Die Gefahr besteht nicht. Die stehen doch praktisch schon Schlange. Dann kommt jeder mal dran. Ha, genau so will ich's haben. Ja, war nett mit dir zu reden, Grunt. Ich bin dann mal wieder weg. Ich habe noch wichtige Commander-Tätigkeiten zu erledigen und das werde ich jetzt auch tun. Ich gehe mal zu Jack, mal gucken, was sie mir so zu berichten hat. Habe ich mit ihr eigentlich geredet? Ja doch, ich glaube schon. Na, wir reden nochmal mit ihr. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Wenn ich mit Ihnen reden will, dann tue ich das einfach. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Keine Sorge, ich bin nicht interessiert. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Das oder nehme ich das? Das, nee, so. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Jack. Alles streng geschäftlich, ohne Probleme. Genau. Ohne Probleme. Eigentlich wollte ich ja mal wissen, was Ihr Problem ist. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Shepard, wir haben genug geredet. Sie wollen nur rummachen. Nichts für ungut. Hä? Aber da spiele ich nicht mit. Ich will nicht mit ihr rummachen. Ach Mann, ja, dann leck mich am Arsch. Ich sollte jetzt gehen. Wie auch immer. Dann sitz hier unten rum und versauer doch, ist mir nur Latte. Hauptsache, du kämpfst gegen die Kollektoren. Ansonsten kannst du hier gerne rumsitzen, ist mir völlig verschwunden. Wo muss ich denn raus? Nee, da nicht, hier muss ich raus. Mach die Tür auf. Dankeschön, Dankeschön. Dann geht es quasi ein Stockwerk höher. Da rede ich dann mal mit den ganzen Gesellen hier. Den Spießgesellen sozusagen.
Moment. Geh mal kurz hier rein. Ach, hier ist mein Homeboy, Thane. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Das ist cool. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren? Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, denen man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Eigentlich ist es voll cool, dass man sich an alles erinnern kann. Erinnern Sie sich an kann, alles, ich, aber auch was in Ihrem Leben geschehen ist? Probleme fast. Geben. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg. Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn Sie jemanden erschießen... Ist dann Ihre Waffe dafür verantwortlich? Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es, aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Eine seltsame Art der Selbstbetrachtung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert. Mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das. Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürz im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Es war seltsam, wie das so aus ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Drell? Nicht. Nein. Sie war eine lebhafte Person. Haben Sie geschossen? Nicht an jenem Tag. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Der Rest von uns verliert genauso viel wie Sie, wenn Sie sich immer absondern. Es ist schwer für mich, beim Essen im Speisesaal des Schiffes zu sitzen. Ich bin daran gewöhnt, dass ich eine Wand im Rücken habe, mit Blick auf die Türen. Ich versuche, mich zu entspannen, meine Mitte zu finden. Finde mal deine Mitte. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Ach Mann. Ich möchte erst darüber nach. Ich kehre. Dann überspringe ich aber diesen Dialog, ja, mit dem Thema weiter. Ist gar kein Problem, mein Freund. Es gibt nur noch zwei, mit denen ich reden will. Einmal, ich versuche mal nochmal mit Render zu reden. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Aber immer. Ich beschäftige mich gerade für Cerberus mit ein paar losen Enden. Wir hatten in letzter Zeit kaum frei. Das hatten wir doch schon. Aber ich habe unser letztes Gespräch nicht vergessen. Ich halte uns für verrückt.
aber ich habe es nicht vergessen. Falls du noch interessiert bist. Oh, ich bin absolut interessiert. Freut mich zu hören. Ich komme vorbei, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt. Okay. Ich habe es eigentlich nur noch mal bekräftigt, dass ich interessiert bin. So. Dann versuche ich noch mal mit Garrus zu sprechen und dann haben wir mit allen geredet, mit denen ich jetzt momentan reden kann, weil zwei warten ja noch auf Hilfe. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Ja, ja. Wir reden später, Garrus. Kalibrierungen, ich verstehe schon. Du willst einfach nicht mit mir reden und machst da Ferkeleien. Na gut. Mit ihr habe ich ja schon einen gekippt. Ist jetzt also nicht mehr erstrebenswert, beziehungsweise geht glaube ich auch gar nicht. Das heißt, ich gehe wieder ins Kampfinformationszentrum, kurz KIZ. Und warte auf die Dinge, die da so kommen, die wir aber erst in, beziehungsweise ab der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 2 wieder. Und bis dann, haut rein, Leute.